Das Meer, einer der wertvollsten Lebensräume der Erde. Dennoch gehen wir nicht gut mit ihm um. Bis sich dieses Seil aus Nylon gänzlich abgebaut hat, werden bis zu 600 Jahre ins Land gehen. Was richtet der Müll an in dieser Zeit? Auf Helgoland ist Stefanie Werner unterwegs. Die Biologin gehört zu jenen, die der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie Leben einhauchen wollen. Sie möchte, dass das Meer wieder sauberer wird und der Müll keinen Schaden mehr anrichten kann. Gründe hat sie genug dafür. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Zeit auf dem Meer verbracht, vor allen Dingen mit Delfinen und Schweinswalen gearbeitet. Ich habe gesehen, wie diese Tiere in Netzen verenden als Beifänge oder wie starke Einträge von Unterwasserschall sie taub machen oder orientierungslos. Dann noch zu sehen, wie zusätzlich und völlig sinnlos diese Tiere in Müll verenden, hat das fast für mich innerlich zum Überlaufen gebracht. Sind unsere Meere zum Müllhalden verkommen? Sicher ist, dass jedes Jahr tonnenweise Dreck und Abfall in die Nordsee gelangen. Stefanie Werner kümmert sich beruflich um das Problem. Als Mitarbeiterin des Umweltbundesamts hofft sie, Bewegung in die Sache zu bringen. Ich denke, dass ich über meinen Job beim Umweltbundesamt die Möglichkeit habe, auf allen Ebenen entscheidend mitwirken zu dürfen. Von regional bis auf regionaler Ebene hin bis zu internationaler Ebene rechtliche Vorgaben mit zu erarbeiten und auch dafür zu sorgen, dass diese umgesetzt werden. Und ich will, dass diese ganzen Vorgaben, die wir haben und die momentan auch entwickelt werden, nicht nur Worthülsen bleiben, sondern endlich umgesetzt werden. Helgoland ist die einzige deutsche Hochseeinsel, fernab der übrigen Zivilisation. Auf den ersten Blick ein Vogelparadies. Hier brüten Vögel, die sich sonst nirgendwo in Deutschland niedergelassen haben. Basstölpel. Die etwa gänsegroßen Vögel wurden früher so stark bejagt, dass sie kurz vor der Ausrottung standen. Mittlerweile hat sich ihr Bestand wieder etwas erholt. Hier trifft Stefanie Werner den Ornithologen Jochen Dierschke von der Vogelwarte Helgoland. Er und seine Kollegen beobachten die Basstölpel, wenn die Vögel zum Brüten auf die Insel kommen. Den Rest des Jahres sind die Tiere auf See, ja? Die sind genau durch diese gewisse Brutzeit hier vor Ort, dann halten sich den Rest des Jahres auf See auf. Genau, Hochseevögel machen eigentlich alles gerne auf See, nur eins können sie auf See noch nicht, das ist Brüten. Mhm. Und deswegen müssen sie dafür an Land kommen. Die Tiere brüten in den Steilwänden, um sicher vor Feinden zu sein. Als Nistmaterial verwenden sie normalerweise Algen. Inzwischen oft aber auch Plastik. Bunte Schnüre, die die Basstölpel für Algen halten. Die Folge für viele Vögel: sie verheddern sich und kommen nicht mehr frei. Dort hinten ist ja so eine lange Reihe von Trottellummen. Dahinter hat sich einer ja richtig erhängt. Jedes Jahr verenden etliche Basstölpel und andere Seevögel durch Plastikreste, die sie aus dem Meer gefischt haben.
Und woher kommt das Material? Sind das nur Netze oder ist das auch andere Verpackungen oder anderes Plastik, was sich da drin findet? Also in der Regel sind es halt Netzreste oder Schnüre. Mhm. Die Netzreste stammen natürlich aus der Fischerei, die Schnüre insgesamt aus der Schifffahrt. Ich habe hier mal etwas mitgebracht, das ist so ganz typisch. Mhm. Sehr bunt, orange, wird von den Bastörpeln, halt, wenn es auf der Oberfläche treibt, leicht gesehen. Und dann eben als Nistmaterial in den Felsen eingetragen. Die Farbe ist ja auch sehr prominent. Also ich kenne da keine direkten Untersuchungen zu, aber auffällig ist hier auf Helgoland zumindest, dass wir vorwiegend orange und einen guten Anteil auch blau haben und andere Farben eigentlich sehr wenig präsent sind. Die Felsen sind zu brüchig, als dass ein Mensch in sie hineinklettern könnte. Haben sich die Bastölpel erst einmal verheddert, ist ihnen nicht mehr zu helfen. Ein Schicksal, das sie mit anderen Tieren teilen. Ja, es ist von 136 verschiedenen Meereslebewesen bekannt, dass sie sich regelmäßig in Meeresmüll verheddern, strangulieren. Beispielsweise der heimische Seehund hat damit auch regelmäßig ein Problem. Hier sehen wir ein Tier, was wahrscheinlich noch im Wachstum war und wo die Schnüre direkt ins Fleisch hineingewachsen sind. Das Drama lässt sich folglich nur verhindern, wenn Schnüre und andere Abfälle erst gar nicht ins Meer gelangen. Woher aber kommt der ganze Müll? Um mehr über seine Herkunft zu erfahren, ist Stefanie Werner unterwegs zu einer Insel inmitten des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Ihr Ziel ist Mellum. Begleitet wird sie von Thomas Clemens vom Verein Mellumrad. Zusammen mit anderen Ehrenamtlichen kümmert er sich um den Schutz der Insel. Es steckt, hängt. Ja, und tschüss. Die Insel ist ein wichtiges Schutzgebiet für Vögel. Menschen dürfen sie nur mit einer Sondergenehmigung der Nationalparkverwaltung betreten. Bereits im Jahr 1921 wurde Mellum unter Schutz gestellt. Vor Müll schützt sie das aber nicht. Das ist natürlich nur so ein winziges Teil, aber davon liegen am Strand Tausende. Ja, das ist auch das, was oft in den Nestern der Vögel wiederfindet. Ja. Ne, auf diese. Und wenn die Stücke noch kleiner sind, werden die bei uns gar nicht mitgezählt, weil wir natürlich nur ab einer bestimmten definierten Größe die Sachen aufnehmen. Und das sind dann diese 2,5 Zentimeter oder was man mit dem bloßen Auge sieht? Thomas Clemens hat vor 20 Jahren damit begonnen, den Müll auf Mellum zu erfassen. Wenn das Wasser hoch genug kommt, dann bringt es Müll mit und lagert ihn ab. Beim nächsten Mal bringt es wieder Müll mit, lagert das ab. Und wenn eine Sturmflut kommt, wie wir sie normalerweise im Winter haben, dann wird dieser ganze Material hochgebracht, auch mit anderem Treibsel, Holzresten, und wird abgelegt in dem Grünland am Deich, der hier in der Mitte sich von Mellum befindet. Die freiwilligen Helfer des Mellumrats registrieren Woche für Woche, was das Meer ausgespuckt hat. Sie protokollieren Art und Anzahl der Müllteile. Die Datensammlung ist von unschätzbarem Wert für Stefanie Werner. Sie zeigt uns zum einen, dass die Müllfunde nicht weniger geworden sind. Wir haben hier bei uns in der Nordsee durchschnittlich 236 Müllteile pro 100 Meter Küstenlinie. Aber sie könnte uns auch bei detaillierterer Betrachtung viel mehr über die Quellen verraten, wo dieser Müll eigentlich herkommt. Denn eigentlich das Verständnis über die Quellen ist der Schlüssel, um wirklich letztendlich den Müll zu reduzieren. Wir finden relativ viel Flaschenposten. Und es gibt eine Flaschenpost, die an der Kanalküste in Frankreich aufgegeben wurde, weil eine Schulklasse wissen wollte, wohin denn auch ihr Müll driftet. Mit Hilfe so einer Flaschenpost wollten wir es rauskriegen. Die war im Juni 1999 aufgegeben worden und im Oktober bereits hier auf Mellum. Meistens sind die Flaschen heile noch, die hier am Strand liegen, sind nicht zerdeppert oder Stücke. Aber wenn das im Strand ist und die Robben robben über den Strand und schlitzen sich den Bauch auf, kriegen vielleicht Infektionen, dann kann es tote Tiere geben, die wir finden, von denen man nicht nachträglich sagen kann, das hat aber genau daran gelegen. Aber es trägt alles dazu bei, zu dem Problem. Und natürlich kommt sowas vor. Netzreste, Schnüre, kleine Dinger, große Dinger,
manche tief drin vielleicht, wo es auch mal lohnt nachzufassen. Oder hier so ein Rest von so einem Tampen. Da kann es auch mal vorkommen, dass man so einen Tampen rauszieht und da kommen 100 Meter irgendwo, die im Strand sind. Das weiß man immer gar nicht. Was hier angespült wird, stammt meist aus der Schifffahrt und der Fischerei. Seevögel erkennen die Gefahren des Mülls nicht. Das ist der Schädel eines Basstölpels, die auch auf Helgoland brüten und da in Netzresten umkommen. Dieser hat ein anderes Schicksal gehabt. Er hat diesen treibenden Plastikrest hier vor der an der Oberfläche vielleicht 1-2 Meter tief getrieben ist, auch noch mit diesem schönen großen grünen Kopfende hier, hat er als Fisch identifiziert, versehentlich, hat getaucht, die können bis zu 10 Meter tief tauchen und hat den dann geschnappt im Schnabel und wird diesen Müllrest nicht wieder los. Damit hat er also noch sicherlich Wochen zugebracht, der hat ihn behindert, das war letztlich seine Todesursache. Eine Art von Müll kommt immer wieder vor. Etwa 80% aller Funde sind Plastikkunststoffe. Auch in anderen europäischen Meeren besteht der Müll vor allem aus Plastik. Er bleibt in der Umwelt, selbst wenn er sich häufig unseren Blicken entzieht. Das ist der sichtbare Teil von Meeresverschmutzung. Es ist die Spitze tatsächlich eines riesen Eisberges und wir können nur darauf hinweisen, dass das im Prinzip nicht nur hier auf Mellum unbewohnte und touristisch ungenutzte Insel liegt, sondern es gibt das überall. Aber da wird das beseitigt durch Kurverwaltung, durch Anlieger und Ähnliches. Ein ebenfalls häufiger Fund, der Kadaver eines Vogels. Das ist ein Eisstummvogel, ein kleiner Verwandter des Albatros. Der kommt im ganzen Nordostatlantik vor, inklusive der Nordsee. Der ernährt sich ausschließlich draußen auf See. Man erkennt ihn sehr gut. Hier oben auf dem Schnabel hat er eine ganz charakteristische Röhre. Darüber kann er überschüssiges Salz wieder ausscheiden. Er wirkt ziemlich schlank. Kann also sein, dass er vielleicht verhungert ist, vielleicht durch den harten Winter. Müssen wir untersuchen, dafür nehme ich ihn jetzt mit. Der Eissturmvogel tritt seine letzte Reise an. Das Ziel? Büsum. Hier untersucht der Biologe Nils Guse das Tier. Das sind alles Fünfer, also oben links eine 5 in der Ecke, oben links. Vor ihrer Zeit beim Umweltbundesamt hat Stefanie Werner hier für eine Weile gearbeitet. Sie kann deshalb Nils Guse zur Hand gehen. Woran der Vogel gestorben ist, wissen die beiden noch nicht. 8. In unseren Breiten ist eigentlich das Auffälligste oder das, was wir am häufigsten finden, ist, dass die einfach extrem stark abgemagert sind, die Tiere. Was dann die endgültige Todesursache ist, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall kann man bemerken, dass sie einen extrem schlechten Ernährungszustand haben. Okay. Gut, dann wären wir jetzt so weit, dass wir ihn aufmachen würden. Was ich jetzt hier habe, ist der Magen. Stefan Weil, ein Kollege von Nils Guse, hat den Mageninhalt freigelegt und gewaschen. Das ist auch die Farbe, die man bei den Basttürken auch findet. Ja, genau. Also er lässt sich grob 2 Kategorien zuordnen. Zum einen Industrieplastik. Und zum anderen, wir nennen das Verbraucherplastik, das stammt zum größten Teil aus der Schifffahrt oder wird von Land aus eingetragen. Dazu gehören zum Beispiel Plastikfolien, Netzreste oder einfach nur noch Fragmente. Das sind so Bruchstücke von Plastik, wo man nicht mehr genau identifizieren kann, wo das herkommt. Wenn Eissturmvögel unsere Körpergröße hätten, dann wäre das die durchschnittliche Belastung, die jeder Eissturmvogel in der Nordsee mit sich herumträgt. Das ist praktisch genau die Zusammensetzung, die Stefan da beschrieben hat, verschiedene Elemente. Und das ist das im menschlichen Maßstab. In Europa haben 95% aller Eissturmvögel Plastikteilchen, also Mikroplastik im Magen. In Deutschland sogar 97%.
Für die Wissenschaftler ist der Vogel deshalb ein Indikator der Meeresverschmutzung. Er liefert ein Abbild unseres Konsumverhaltens. Allein in Europa werden jedes Jahr 65 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Würde man Sattelschlepper voll befüllen damit und hintereinander aufreihen, entspräche das einer Strecke von mehr als einmal um den Äquator. Und das sind nur 25% der Weltproduktion. Problem bei all diesen Sachen aus Plastik ist, dass sie nicht nur die reinen Kunststoffe enthalten, sondern unzählige Zusatzstoffe, sogenannte Additive, wie UV-Filter, Weichmacher, Flammschutzmittel. Und überhaupt nur von 3000 dieser 80.000 bekannten chemischen Zusatzstoffe ist bislang untersucht, wie sie auf Mensch und Umwelt überhaupt wirken. Eine PET-Wasserflasche, wie ich sie hier halte, enthält typischerweise das giftige Schwermetall Antimon. Und diese Substanz ist dafür bekannt, dass sie unter bestimmten Umständen Krebs erzeugt. Das hier ist ein Fragment, ein Bruchstück einer großen Kunststoffplane. Die Weichmacher, die in den Kunststoff enthalten sind, sind dort nicht festgebunden. Sie entweichen mit der Zeit, gasen aus. Was übrig bleibt, sind immer kleinere Fragmente. Wie man hier sieht, sind eben sehr bröselig und landen dadurch auch in allen Größenklassen in der Meeresumwelt. Mit dem Plastik gelangen all diese Zusatzstoffe ins Meer. Ob es Weichmacher sind oder Antimon oder irgendwelche anderen Additive. Plastik gibt nicht nur Stoffe ab. Es kann auch andere Substanzen binden. Wissenschaftler haben diese Eigenschaft zuerst bei Pellets, dem Ausgangsmaterial aller Plastikprodukte, entdeckt. Dabei ist die geringe Größe der Teilchen der Schlüssel für ihre Anziehungskraft. Man kann sagen, je kleiner die Plastikteilchen werden, je stärker haben sie diese Eigenschaft. Reichern gerne an ihrer Oberfläche Schadstoffe aus der Meeresumwelt an. Das sind teilweise Insektizide oder auch Pestizide, deren Einsatz vielleicht sogar schon verboten ist, die sich aber immer noch in der Meeresumwelt befinden und die sich dann in bis zu 1-millionenfacher Konzentration hier an diesen kleinen Kunststoffpartikeln anreichern. Welche Folgen hat es, wenn Plastikbruchstücke oder Pellets mit Giften beladen sind? Vieles ist noch unklar. Man weiß aber, wenn Meeresorganismen diese Pellets fressen oder noch kleinere Plastikpartikel, dass dann sich potenziell auch die Schadstoffe in ihnen anreichern können und dass auch Stoffe, die wir eigentlich gar nicht mehr finden wollen, sich dann eben in hoher Konzentration in den Organismen finden könnten. Es scheint, je kleiner die Plastikteilchen, desto größer das Problem. Nur, wohin gelangt das Mikroplastik? Und was bedeutet das für das Meer und seine Pflanzen und Tiere? Einer, der das herausfinden will, ist der Meereschemiker Gerd Liebezeit. Am frühen Morgen besucht er die Insel Norderney. Seine Studienobjekte sind allerdings nicht die Robben, vielmehr das, was sie hinterlassen. Gerd Liebezeit ist auf der Suche nach dem Kot der Tiere. Stefanie Werner hilft ihm dabei. Schließlich werden sie fündig. Die Suche beschert ihnen zwar keine üppige Ausbeute, aber die Menge reicht für eine Untersuchung. Der Wissenschaftler will wissen, ob im Kot der Tiere Plastik steckt. So. Unter den neugierigen Blicken der Robben
setzen Stefanie Werner und Gerd Liebezeit die Suche fort. Doch, da ist was. Aber der hatte gerade ein bisschen Probleme. Offenbar hat sich da ein Tier den Magen verdorben. Das ist eine Kegelrobbe mit Durchfall. Und das wird nicht gesammelt. Ein Mitarbeiter von Gerd Liebezeit bearbeitet die Kotprobe. Dabei werden alle natürlichen Bestandteile aufgelöst. Was bleibt, ist alles Künstliche. Also das, wofür sich Stefanie Werner und Gerd Liebezeit interessieren. Schon mit bloßem Auge ist es zu erkennen. Ah ja, da ist ja eine Menge drin. Da ist in der Tat eine Menge drin. Dann schauen wir uns das mal an. Ein Binokular offenbart, welche Art von Plastik im Robbenkot zu finden ist. So, was man hier natürlich sehen kann, das ist im Wesentlichen granuläres Material und alles sehr, sehr klein. Und dann kommen Fasern und die Folienfragmente, die findet man relativ selten. Nach den Größen, die wir hier beobachten, ist die Vermutung, dass das granuläre Material im Wesentlichen aus Kosmetika kommt, also Duschgels, Peelings. Und da haben wir also zum Beispiel in Duschgels bis zu 2% Gewichtsprozent Plastik gefunden und in den Peelings, die ja nur noch eine andere Funktion haben als ein Duschgel, bis zu 7%. Also von 100 Gramm Peeling-Material sind 7 Gramm Plastik. Und das Ganze sieht dann so aus. Dies ist also jetzt aus einer normalen Packung Peeling rausgeholt. Ne? Das sind also schon einige Gramm, die man da findet. Auch Zahnpasten haben mittlerweile kleine Partikel drin aus Plastik. Die Zahnpaste, die wir untersucht haben, hat neben Kieselgel auch Polyethylen als Scheuermittel. Was wir hier sehen, dieses Weiße hier unten, das ist also Kieselgel. Dies ist ein durchsichtiges Teilchen, das ist Plastik. Hier hat man was, das ist also auch definitiv Plastik. Und dieses Rote hier, das ist Polyethylen. Und eigentlich sollte dieses Polyethylen farblos sein und nicht rot. Was heißt das? Das heißt, dass also irgendein Additiv, also ein Zusatzstoff dabei ist, von dem wir natürlich nicht wissen, was es ist. Ne? Also auch hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass es irgendwas ist, was schädlich sein kann. Offenbar halten die Kläranlagen die kleinen Plastikteilchen nicht auf. Bleibt die Frage, wie das Plastik in den Robbenkot gelangt. Gerd Liebezeits Verdacht fällt auf einen Futterfisch der Robben, den Hering. Klarheit soll einen Blick in das Innerste des Herings bringen. Fatih Dubaisch und Stefanie Werner legen den Magen-Darm-Trakt des Fisches frei, um zu schauen, was darin steckt. Wenn der Fisch wirklich Plastik gefressen hat, werden sie es finden. Das kommt jetzt alles aus einer Magenprobe eines Herings. Das kommt aus dem Magen eines einzigen Herings. Mhm. Sehe ich das jetzt richtig? Also es wäre jetzt so ein Fragment wahrscheinlich von einer Verpackung oder Folie oder ähnlichem? Also dieses längliche Weiße, das ist in der Tat ein Fragment aus Folienabbau, ja. Und der Rest sind halt granuläres Material aus Kosmetika mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die meisten Fische werden vor dem Verzehr ausgenommen. Ihr Magen samt Plastik entfernt. Aber man isst natürlich auch Fische mit Innereien, zum Beispiel Sprotten. Und Meeresfrüchte mit Magen-Darm-Trakt. Plastik inklusive. Aber selbst wenn der Fisch ausgenommen wird, das Plastik kann seine Spuren im Fleisch des Tieres hinterlassen. Die Stoffe, die als Zusatzstoffe im Plastik drin sind, sind in der Regel fettlöslich, also lipophil, reichern sich im Fettgewebe an. Von daher ist es zu erwarten. Aber ob das tatsächlich der Fall ist, das wissen wir noch nicht. Und diese Schadstoffe, was können die anrichten im Organismus?
Also die meisten oder viele dieser Schadstoffe sind eben endokrin wirksam. Das heißt, sie wirken wie Hormone und können also den Hormonhaushalt auch stören. Ja, auch krebserregend, soweit ich das erfahre. Einige gibt es, die krebserregend sind, einige sind mutagen und so weiter. Also die haben ein breites Wirkungsspektrum, das eigentlich gar nicht erwünscht ist. Der Plastikmüll hat also unsere Nahrung erreicht. In Form kleinster Partikelchen ist der Müll bis in die sensibelsten Bereiche des Lebens vorgedrungen. Wie sollte er je wieder daraus verschwinden? Ja, wenn ich mir die schiere Dimension angucke, die dieses Problem mittlerweile angenommen hat. Allein hier in der Nordsee geht man davon aus, dass 600.000 Kubikmeter Müll schon auf dem Meeresboden sind. Dann wird mir schon manchmal Angst und Bange. Andererseits denke ich, dass viele Menschen begriffen haben, wie endlich unsere Erde ist und tolle freiwillige Initiativen starten. Das Thema ist momentan extrem im Fokus der Politik, in den Medien. Ich denke, wenn wir dieses Momentum nutzen und dafür sorgen, dass kein weiterer Müll und diese wunderschönen, geheimnisvollen Meere weiter gelangt, dann sind wir schon ein großes Stück weiter. Es bleibt keine Wahl. Ohne ein sauberes Meer ist das Leben in Gefahr.